Willkommen zurück zu einem weiteren Primitive Plus Tutorial. Nach den letzten Folgen wird es heute etwas deftiger zugehen. Ich werde mich speziellen Fleischvarianten von Primitive Plus widmen und außerdem alkoholischen Getränken und den Rezepten, die man so zubereiten kann mit Fleisch und der Ernte von Primitive Plus. Ich habe dafür hier schon mal fleißig Malz produziert. Wie genau das geht, habe ich euch ja schon gezeigt. Wir können eigentlich auch direkt alles mit rausnehmen. Wir benötigen außerdem Honig. Und zwar 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und damit können wir direkt mit den alkoholischen Getränken beginnen. Das hier ist ja unsere schicke Taverne. Und hier hinten werde ich jetzt mal Met herstellen. Für Met benötigt man Malz, 10 Honig und ein Wasser. Was habe ich vergessen? Das Wasser. Nochmal fix zum Kessel zurück. Ist ja nicht so schlimm. Ich nehme hier gleich mal... Oh, hier ist ja generell kaum noch Wasser drin. Können wir das mal direkt auffüllen. Bei den alkoholischen Getränken lohnt es sich übrigens, die Wassergläser zu benutzen, da sie ein wenig dauern in der Produktion und man bei einem Trinkschlauch Gefahr läuft, dass eventuell das Wasser bereits zu leer ist, also der Trinkschlauch zu leer ist und dabei kein Getränk mehr entstehen kann. Ich werfe hier gleich mal zwei rein. Ich habe die anderen beiden Fässer bereits gefüllt, und zwar einmal mit Bier. Und zwar braucht man dafür frischen Weizen, Malz und Wasser. Wasser kann hier direkt mal nachgereicht werden. Für Bier braucht man allerdings 25 Weizen, das heißt, hier kann jetzt nicht noch ein Bier entstehen, und ein Malz und ein Wasser, um die genauen Angaben zu sagen. Und dann hat man hier wunderschönes Weizenbier. Das finde ich richtig toll. Im anderen Fass habe ich Wein. Dafür braucht man Traubensaft und Rohrzucker. Und zwar ein Traubensaft und zwei Rohrzucker, um ein Wein herzustellen. So, ist hier auch schon was bei rausgekommen direkt? Denn inzwischen weiß ich selbst nicht mehr hundertprozentig, wie lange es dauert, bis bei den Fässern die Produkte entstehen. Ich weiß nur, früher hat es lange gedauert. Das ist alles, was ich sagen kann. So, ich möchte noch ein bisschen mehr mit dem Kessel anstellen. Denn die meisten Fleischarten bei Primitive kann man zubereiten, wie die normalen Standardfleischvarianten mit Fleisch und Fisch, einfach im Lagerfeuer. Dann hat man zum Beispiel hier gekochten Fisch oder gekochtes Hühnchen. Es gibt außerdem noch Spare Ribs, die kann man auch direkt in das Lagerfeuer werfen. Und es gibt auch noch so Sachen wie Bacon. Dazu würde ich euch dann auch noch ein bisschen mehr erzählen, denn Bacon ist etwas besonders. Aber erstmal möchte ich euch zeigen, was man mit rohem Hühnchen noch anstellen kann, außer es ins Lagerfeuer zu werfen. Man kann rohes Hühnchen nämlich auch genauso gut in den Kessel werfen. Und zwar auch komplett ohne Wasser, wenn man möchte. Habe ich eigentlich noch Wasser im Inventar? Ja. Dann kommt das hier doch gleich mal mit rein. Nein, ich hasse es, wenn ich aus Versehen schon weiter bin, als ich eigentlich sein möchte. Und aus Versehen zu pfeifen anfange. Aber zum Glück war kein Dino in der Nähe. So, jetzt entsteht hier noch weiter Malz. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, aber ich nehme es mal mit. So, ich kann nochmal... Oh, war da ein Ei? Habe ich da ein Ei gesehen? Das nehme ich doch mit. Ich kann ja nochmal nachschauen, was inzwischen aus unserem Met geworden ist.
Ich möchte die Produktion ja auch ungern verpassen. So. Dann schaue ich hier mal noch kurz rein. Okay, da haben wir noch Öl. Alles klar. Denn es gibt noch eine Sache, die ein bisschen länger dauert, bis sie produziert ist. Und zwar mit Sojamilch. Dafür brauche ich erstmal Ground Soybean, also gemahlene Sojabohnen. Denn Sojamilch verdirbt bekanntlich und ich habe keine mehr. Also muss ich das erstmal wiederherstellen. So. Und auch dafür braucht man ja wieder Wasser. Hat sich inzwischen schon was hoch mit dem Hühnchen getan? Nein, noch nicht. Schade. Was es mit dem Bacon auf sich hat, das kann ich euch leider erst zeigen, wenn ich Bacon besitze. Aktuell habe ich nämlich keinen. Ich würde da fix auf die Jagd gehen. Bacon bekommt man am besten aus Fiumia raus. Fiumia geben außerdem auch Fett, das man im Lagerfeuer zu Öl verbrennen kann. Und Öl ist sehr wichtig. Kann ich empfehlen. So. Aber an sich war es das mit den alkoholischen Getränken und dem Fleisch, sag ich jetzt mal. Bacon zeige ich euch, wie gesagt, noch. Aber kommen wir erstmal zu den Gerichten. Man kann leider mit Fisch und Reis kein Sushi herstellen. Ich würde gerne Sushi produzieren, funktioniert aber leider nicht. Was ich allerdings gebrauchen kann, Spinat kann man leider auch nichts mit herstellen. Ich suche gerade auch den Salat. Tada! Denn man kann einen Salat auch da einfach machen. So ganz standardmäßig, langweilig, echten Salatsalat. Dazu benötige ich außerdem noch Tomaten. Ich glaube, 30 sind erstmal genug. Man braucht natürlich nicht so viel. Es reichen 2 Tomaten und 5 Salat oder Lettuce oder Cabbage. Es gibt ja beide Übersetzungen. Mal nennt man es Cabbage und mal ist es Lettuce. Gerade in den Wiki-Einträgen wird immer von Cabbage gesprochen. Und beides wirft man, tada, in die Cooking Station. Die Cooking Station ist im Prinzip das, wo alle Gerichte hergestellt werden. Und leider gibt es keine coolen Bilder. Aber hier ist der Salat. Es wird auch fleißig immer mehr produziert, deshalb nehme ich die mal wieder raus. So viel brauchen wir ja nicht. Und diesen Salat können wir nun einfach mal essen. Haben hier natürlich wieder unseren Effekt, dass wir nicht so viel Hunger bekommen. Ich sehe dabei gerade, dass ich was trinken sollte. Und Salat und Tomate landet mal in der Räucherkammer. Brauchen wir nämlich später noch. Aber dafür muss ich auch erstmal auf die Jagd gehen. Was ich aber noch kochen kann, neben Salat, ist etwas anderes Leckeres mit Hühnchen und gekochtem Reis, der ja glücklicherweise nicht verdirbt. Finde ich sehr gut. Ich mag alles, was nicht verdirbt. So, das wirft man auch einfach in die Cooking Station. Und dann entsteht aus einem Hühnchen und einem Reis Chicken and Rice. Einfach ganz normal Hühnchen mit Reis als Gericht. Den Reis werfe ich hier direkt wieder in mein Fass. Und das Gericht kommt in die Räucherkammer zusammen mit dem Hühnchen und dem anderen Gericht, was wir gerade produziert haben. Ich schaue mal kurz noch nach dem Met, ob da inzwischen was draus geworden ist. Ihr findet selbstverständlich alle Zusammensetzungen. Ja, Met!
Sieht doch cool aus, oder? Also ich finde es cool. Es hat natürlich durchaus eine Anlehnung an den ursprünglichen Honig, der ja, ein bisschen so aussah wie das, was man dort auf dem Bild sieht. Aber den gibt es nicht mehr. Aber das macht gar nichts. Ich nehme auch coolen Met. Und den mit dem Giant Bee Honey. Auch wenn der verdirbt. So, Met werfe ich auch mal hier rein. Tada! Ich möchte das alles hier sammeln, damit es dann am Schluss nochmal übersichtlich zu sehen ist, was wir denn so alles produziert haben. Aber wie gesagt, in der Beschreibung findet ihr auch wieder die Zusammensetzung und Zusammenstellung aller Rezepte und aller anderen Dinge, die ich hier im Video so produziere. Ich muss mich jetzt mal kurz besinnen, ob ich noch was machen kann oder ob ich direkt auf die Jagd muss. Aber da fällt mir ein, natürlich kann ich noch was machen. Ich habe nämlich Fisch. Ich brauche allerdings keinen rohen Fisch, sondern gekochten. Oh, sogar Fisch Prime Meat. Das ist ja richtig gut. Ich mag diese Fischfallen übrigens. Also ich mag die Fallen allgemein. Das ist meine Hauptfleischquelle, wenn ich irgendwas brauche. Nicht in den Kessel werfen. Ins Lagerfeuer werfen. Ich bin jetzt schon so daran gewohnt, meine Sachen einfach in den Kessel zu werfen. Da kommt man schon mal durcheinander. So. Und außerdem muss ich mal kurz schauen. Haha. Das wird knapp. Das ist schon fast verdorben, das Brötchen. Mal sehen. Gekochtes Fischfilet. Das sieht doch auch richtig lecker aus, oder? Ich finde, das sieht lecker aus. So. Jetzt brauche ich nämlich Fisch und Brot und Düse zur Cooking Station in der Hoffnung, dass das hier alles noch hält und wir dabei auch was erzeugen können. Denn Fisch und Brot ergibt auch was Leckeres. Allerdings normalerweise das normale Standardbrot und nicht unbedingt das Honigbrot. Deshalb mal sehen, ob dabei was rauskommt. Es sieht aktuell nicht danach aus. Demnach würde ich mal sagen, muss ich ein bisschen nachhelfen. Ich brauche Hefe und Mehl. Und dann mache ich einfach nochmal fix mein eigenes Brot. Hat ja sonst nichts zu tun. Das ist eben das Problem, wenn die Dinge verderben. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm, weil sonst hätte man ja gar keinen Grund mehr, die Dinge mehrmals herzustellen, wenn sie einfach ewig halten würden. Deshalb ist das völlig in Ordnung. So, dann backen wir hier nochmal fix unser Brot. Das hier wird wieder zurücksortiert. Ich habe hier gern alles ordentlich, besonders weil die Cooking Station einfach auch nicht so viele Slots hat. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und da fällt mir ein, dass ich eine wichtige Sache mal wieder vergessen habe. Ich weiß gerade gar nicht, ist das hier schon drin? Ah, ich habe sie nämlich nicht vergessen. Haha. Sojamilch habe ich hier gerade in Produktion gegeben. Und ihr seht, was aus dem Hühnchen geworden ist. Also alles nacheinander. Erstmal zum Hühnchen. Das Hühnchen ist Brühe geworden. Einfach nur ein Stück Hühnchen in den Kessel werfen. Ihr braucht dafür kein Wasser und es entsteht eine Schüssel Brühe. Mit der Brühe selber kann man nichts mehr anfangen, aber ich finde, das ist definitiv eine gute alternative Zubereitung von Hühnchen. Und mit der Sojamilch machen wir auch was Feines. Allerdings muss sie dafür verderben und ihr seht es jetzt schon, das dauert ganz schön lange. Kann also sein, dass ich euch das ein wenig zusammenschnippel. Denn ich werde jetzt nicht noch 23 Minuten warten, bis es verdorben ist. Tut mir leid. Aber unser Brot sollte inzwischen gebacken sein. Und dann können wir das hier reinwerfen. Und Lachs, also Fisch mit Brot, ergibt etwas. Ergab etwas.
Es sieht ja ein bisschen aus, als würde es mit dem neuen Fisch nicht mehr funktionieren. Jetzt wollte ich euch etwas Tolles zeigen, ohne es vorher getestet zu haben. Das passiert dann. Normalerweise teste ich nämlich alles vorab, ob die Sachen so geblieben sind, wie ich sie kenne. Denn ich persönlich koche diese ganzen Gerichte nicht so häufig und weiß halt früher mit dem alten Primitive-Fisch, der wurde inzwischen geupdatet und angepasst. Mit dem alten Primitive-Fisch konnte man eben einen Fisch und ein Brot in die Cooking Station werfen und hat dann Lachs und Brot bekommen. Kann aber auch sein, dass das nur mit dem Prime Meat funktioniert. Ich teste es mal fix. Wir haben ja eines immerhin. Das kann gut sein. Ich lasse hier nichts unversucht. Sieht aber auch nicht so gut aus. Nüps. Schade. Das war eigentlich ein ganz cooles Gericht. Fand ich jedenfalls. Na gut, ist nicht mehr zuzubereiten. Aber ich kann mal was anderes testen. Es gibt nämlich eine Salatzubereitung, bei der man Prime Meat benötigt. Und ich möchte mal testen, ob man das mit Fisch ersetzen könnte. Dann müsste ich das nämlich nicht extra nochmal jagen. Fände ich praktisch. Dafür braucht man ein Prime Meat, ein gekochtes Prime Meat und ein Lettuce in der Cooking Station. Mal sehen, ob das gekochte Fischfilet erkannt wird. Ja, man hat einen Prime Salad. Ist im Prinzip ein bisschen wie der echte Salad, aber halt stärker. So, die ganzen vergammelnden Sachen kommen mal wieder raus. Tut mir leid, dann fällt ein Gericht wohl schon mal weg, das es früher mal gab mit dem tollen Fisch. Das passiert. Muss man aber auch sich mit arrangieren bei Primitive, dass die Dinge nicht immer so sind, wie man sie kennt und wie man sie vielleicht auch erwarten würde. Finde ich persönlich gar nicht so schlimm. So, das Feuer können wir jetzt mal löschen, denn wir haben alles, was wir wollen aus diesem Kessel. Was uns jetzt wirklich noch fehlt, ist ein bisschen Bacon. Und dafür gehe ich mal fix auf die Jagd. Ich weiß nicht, ob ich euch da live mitnehme, sozusagen. Oder ob ich das einfach ein bisschen vorspule und mit Musik unterlege. Kommt ganz drauf an, wie schnell ich einen wunderhübschen Fuyumiya finde. Welchen soll ich nehmen? Hunter oder Velvet? Ich schnapp mir Velvet. Oh, da liegt ein Ei. Sofort eingesammelt. Das war's aber. Okay. Velvet finde ich nämlich super schick. So rot mit schwarz-grauen Schuppen ist mein absoluter Lieblingsallosaurus. Dann gehen wir doch mal auf Fiumia-Jagd. Ah, ich habe ein Fiumia gefunden. Hier vorne. Darf es nur nicht weglaufen. Ist alles so schwarz, dass man es kaum sieht. Also ich zumindest. So. Nom 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 nom. 6 Fresh Bacon habe ich. Ich würde gerne noch ein zweites finden. Da hinten bewegt sich was.
Ist, glaube ich, eine Schildkröte. Jagd hätte durchaus erfolgreicher ausfallen können, finde ich. Aber gut, ich nehme, was ich kriegen kann. Wir haben einiges an Fleisch bekommen, aber das lasse ich jetzt alles erstmal hier drin bei der kleinen Velvet. Die jetzt gar nicht mehr so klein ist. Ich habe sie ja ein bisschen aufgelevelt. Fett habe ich inzwischen ganz gut gesammelt. Bacon eben leider nicht so viel, da ich ja nur ein Fiomia gekriegt habe. Finde ich sehr, sehr schade. Aber was soll man machen? Hier, so. Fett wollte ich ins Lagerfeuer werfen. Und das Ei möchte ich gerne hier haben, damit es nicht so schnell verdirbt. Und Bacon, das ist die Besonderheit, landet direkt in der Räucherkammer. Denn der Bacon muss erstmal geräuchert werden. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Und man braucht dafür auch Salz. Habe ich ja hier oben auch noch drin. 78 Stück. Das ist also kein Problem. Steht hier auch drin in der Beschreibung. This bacon still needs to be cured with salt in a smoker. Und da haben wir auch schon einen. Yippie. Aber das ist immer noch nicht fertig. Denn this bacon still needs to be put on an open fire before eating. Denn einfach so geräucherter Schinken wird hier nicht roh gegessen. Mm-mm. Der muss nochmal ins Lagerfeuer. Das ist so die Besonderheit beim Bacon, dass man den halt nicht direkt ins Lagerfeuer werfen kann. Und ihr seht, ich habe hier jetzt ordentlich Öl produziert. Die zwei Fett werden jetzt leider vergammeln, denn mit denen kann man nichts mehr anstellen. Bisschen schade, aber die reichen halt nicht für eine so eine Ölkaraffe. So, müssen wir einen Moment warten, bis aus dem im Bacon dann gekochter Bacon geworden ist. Denn ja, auch der Bacon heißt dann wieder Cooked Bacon. So wie alles immer Cooked heißt. Ich glaube, das ist einfach nur gemeint mit zubereiteter Bacon. Hier haben wir ihn schon. Zweimal Cooked Bacon. Und der hier ist ebenfalls Cooked. Denn das geht richtig fix. Mit diesem Cooked Bacon kann man dann wiederum zurück in die Räucherkammer, damit er länger hält. Ist also alles so ein bisschen hin und her gelaufen, um den Bacon fertig zuzubereiten und haltbar zu machen. So. Damit habe ich euch eigentlich schon eine ganze Menge gezeigt. Ich habe leider nicht ein einziges Prime Meat bekommen beim Jagen. Aber ich habe euch ja gezeigt, dass das auch mit dem Prime Fish kein Problem ist, den Salat zuzubereiten, den Prime Salad. Und in der Hinsicht gibt es nur noch eine Sache, die ich gerne machen würde. Und dafür brauche ich leider etwas von der Sojamilch. Und die Sojamilch braucht ja noch eine Weile, bis sie vergammelt. Nämlich noch 7 Minuten. Und da ich euch so lange hier jetzt nicht rumlungern lassen möchte, werde ich mich mal kurz verabschieden. Und es gibt einen kleinen Cut, in dem ich weiterhin Bacon zuzubereite. Und dann, kurz bevor Soja vergammelt ist, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Die Sojamilch verdirbt bald. Und dann werdet ihr sehen, was man aus Sojamilch noch so machen kann. Außer Teig
denn bisher haben wir sie ja nur beim Backen benutzt. Aber man kann Sojamilch auch einfach vergammeln lassen. Ist eine ganz nette Kochvariante. In 10 Sekunden. Spannung steigt. Das funktioniert natürlich überall, also egal, wo ihr die Sojamilch aufbewahrt, wenn sie vergammelt, entsteht Tofu. Ich persönlich finde das sehr, sehr cool. Einfach Sojamilch irgendwo hin platzieren und vergammeln lassen. Und dann habt ihr leckeren Tofu, den ihr auch essen könnt. Leider nicht weiter zubereiten. Zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden, ihn weiter zuzubereiten. Das wäre auch schon die letzte Sache, die ich euch heute zeigen möchte. Ich habe heute Miet hergestellt im Fass. Ebenso Weizenbier und Wein. Weizenbier und Miet benötigen jeweils Malz und Wasser. Außerdem braucht Miet 10 Honig, während Weizenbier noch frischen Weizen braucht, und zwar 25 Stück. Wein braucht davon gar nichts. Wein braucht lediglich Traubensaft und Rohrzucker. Ich habe euch außerdem gezeigt, wie man aus frischem Bacon Cooked Bacon herstellen kann. Was man mit frischem Hühnchen noch produzieren kann im Kessel, nämlich Brühe. Und drei Gerichte. Einmal den normalen Salat aus Tomate und Lettuce, den Prime Salad aus Lettuce und einem Stückchen Prime Meat. Das kann sowohl Fisch als auch Fleisch sein. Spielt keine Rolle. Und Chicken and Rice. Einmal gekochtes Hühnchen und gekochter Reis. Außerdem habe ich euch gezeigt, wie Tofu entsteht. Relativ passiv einfach Sojamilch vergammeln lassen. Ich würde gerne noch Dinge ausprobieren wie Tofu in einer leckeren Hühnchenbrühe oder ähnliches. Aber bisher war ich da leider nicht erfolgreich. Wenn ihr noch andere Kochrezepte kennt oder über irgendwas gestolpert seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Denn ich finde, man kann gar nicht genug Kochrezepte haben. Und man kann ja außerdem noch hier im Kessel, wenn man nicht das Inventar öffnet, sondern hier über Rezept erstellen geht, ganz individuell eigene Rezepte herstellen. Finde ich ziemlich cool. Man kann hier das Bild auswählen. Man kann sagen, was man gerne alles hätte, also was man benutzen möchte in dem Rezept. Und man kann dann über Farbbereiche das Ganze noch lustig einfärben. Finde ich persönlich ziemlich cool. Am Ende hat man dann irgendwas ganz Ekliges. Und wenn man dann auf Rezept erstellen geht, hat man ein Rezept, das hier auf der Notiz drin steht, draufsteht. Denn man braucht eine Notiz im Kessel und dann kann man auch einfach individuell kreierte Rezepte erstellen. Finde ich ziemlich cool, aber es gibt bestimmt noch das ein oder andere Primitive Plus Rezept, das offiziell integriert ist und das mir unbekannt ist. Und ich würde gerne alle lernen und kennen und benutzen können und vor allem euch auch zeigen. Deshalb immer her damit und ab in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, allen Kochanfängern bei Primitive Plus konnte ich etwas weiterhelfen. Und mit dem Blick auf diesen wunderschönen Tapejara verabschiede ich mich. Lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss!